herzlich willkommen zur Star Wars Show Deutsch. Star Wars Show Deutsch, 40 Jahre. Und was habe ich in der Hand? Die Rolling Stones, wie ich in der letzten Sendung schon angekündigt, wollte ich ja über die Rolling Stone, weil die dort, also nicht die Rolling Stones selbst, sondern die Zeitung Rolling Stone, das Exklusivinterview und so weiter und so fort, wollte ich doch mal mit euch drüber philosophieren. Also die Hefte müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr solche Hefte für 8,50 € kauft und ob ihr dann also die beigefügten Werbung, also besteht ja fast nur aus Werbung, auch diese Werbung, die ich jetzt hier nicht nachvollziehe, ich als Werbender, ich sage nur ein Wort, QVC, finde das Werbung zwar in Ordnung, das ist richtig, aber 40 Jahre Star Wars. So, 40 Jahre Star Wars, mal gucken, damit nichts kaputt geht. Diese CD war dabei, hat aber nichts mit Star Wars zu tun. So, Star Wars, 40 Jahre Star Wars und es gibt da Redbedarf. Ja, ich glaube, ich habe immer das große Glück, wenn ich drehe, dass die Regierung ruft. So ist das nun mal. Industrie 4.0, Datennetz, hier ist alles vernetzt. Und somit immer abrufbereit und wir sprechen nicht nur, ich meine, das ist die Winterzeit, das ist die weihnachtliche Zeit, die Adventszeit. Ist klar, die Regierung, die da gerade rumtöste, da Darth Vader, möchte natürlich gleich wieder irgendwo hin. Ist klar, die Regierung ist Darth Vader, geht kein Weg vorbei. Sind zwar alles Cosplayer etc. pp., aber im Moment ist ziemlich ruhig mit Cosplay. So, 40 Jahre, ja, wie George Lucas mit einem Flickenwerk. Mit einem Flickenwerk aus Comics, Mythen, Märchen und Spezialeffekten den Kosmos des Kinos revolutionierte. Hat er recht. Im Jahr 1967 begann zugleich, das war später New Hollywood genannt wurde, und das, was New Hollywood beendete und das neue Hollywood wurde. Also das New Hollywood wurde nachher durch Neu-Hollywood 1967 beendet. Der 28-jährige Drehbuchautor und Regisseur Francis Ford Coppola drehte in den Studios von Warner Brothers einen altertümlichen Filmmusical Finance Rainbow mit Fred Astaire und Petula Clark. Es war der einzige Film, der auf dem Gelände gedreht wurde. Und er war sehr altes Hollywood. Coppola stammte aus New York, hatte dort Theater studiert, entdeckte die Filme und Sergio Eisenstein ging 1960 nach Los Angeles. Und so weiter. Ja, warum jetzt? Deswegen, darum geht's. Stopp. Ihr müsst das natürlich jetzt lesen. Jetzt können wir mal fragen, was hat denn jetzt New Hollywood? Was hat der 28-jährige Regisseur Francis Ford Coppola damit zu tun und so weiter und so fort? Ja? Die Reifenprüfung und so weiter und so fort. Was hat das alles mit Star Wars zu tun? Also es ist sehr spannend, da mal reinzuhören. Ne? Und dann ging es los. Ich hatte eine Vision von zwei Raumschiffen, denn das Drehbuch wurde so in die 70er Jahre, 14 Seiten hatte George Lucas, wo alles drin war. Also ich würde sehr gerne mit euch über 1, 2 und 3, 4, 5 und 6 und später 7, 8 und 9 sprechen. Was war jetzt, also für mich persönlich war 4 bis 6, ist klar, dadurch kam das, und dann 30 Jahre gearbeitet, PR und so weiter. Hier zwei gute Stücke, die hier warten, abgeholt zu werden, weil Weihnachten ist. Werde sicherlich im Dezember reichlich Rabatte geben, also mindestens 25% günstiger sein wie Amazon. So, über 18 Seiten hier geht es zur Sache, die ganzen Fans, na, die ganzen Fans. Wer also Interesse hat nachzulesen irgendwie, ich werde da diesbezüglich auch bei unserer Gruppe, werde ich diesbezüglich auch schreiben, mal schauen, ob ich an die Textur komme, ne? Im Rausch der Zukunft. Ne? Mit dem Erfolg von Star Wars hatte niemand gerechnet, gerade darum spiegelt der Film seine Zeit wider und verändert die Popkultur für immer. So, Popkultur für immer. Stimmt auch wieder. Ja. Star Wars ist eskapisch und utopisch zugleich. Diese Dialektik erklärt seinen Erfolg. Zum Beispiel so Sachen da reinzubringen hier. Ja. Es gibt ja auch witzige Sachen, ist richtig. Krieg der Sterne 77, das Imperium schlägt zurück 1980,
Die Rückkehr der Jedi-Ritter 1983, die dunkle Bedrohung 1999, Angriff der Klonkriege 2002, die Rache der Sith 2005, das Erwachen der Macht 2015, Rogue One 2016. Ja, und dann stoppt es, weil natürlich jetzt Episode 8, Jedi, der letzte und so weiter kommt, da haben die halt noch nicht, oder sind noch nicht darauf eingegangen, hatten also wohl kaum Informationen. Schaue ich mal ein paar Seiten weiter. Ja, er ist ja nochmal der Beste, ja, auf die Seite sind die dann eingegangen, ne? Der letzte Jedi hat von Mark Hamill selber im Interview, wurde dann dort übersetzt. Ja, viel lernen du musst. Yoda das immer sagt, viel lernen du musst. Ja, unser Yoda. So, ich, Luke Skywalker, mein Lieblingsdialog, mein Kollege Harrison Ford, das bessere Filmende, Achtung, nur für Hardcore Star Wars Fans. Das bessere Ende von Mark Hamill. Denn Mark Hamill hätte sich ein besseres Ende gewünscht. Ich wusste, dass ich erst am Ende von Das Erwachen der Macht auftauchen konnte, weil J.J. Abrams all diese neuen Figuren einführen musste. Allgemein davon brauchte die Han Solo Story noch ihren Abschluss. Aber ich meine, zu J.J., wir wären es, wenn Leia, Luke die ganze Teil telepathisch kontaktiert, versucht und so weiter und so fort. Aus Sicherheitsgründen wollte ich jetzt nicht weiterlesen, weil lieber selber weiterlesen. Wie gesagt, wenn der Film gelaufen ist, werde ich diese Zeitung nochmal mir zu Gemüte führen. Werde mir dann nochmal diese 18 Seiten zu Gemüte führen und werde sicherlich eine tolle Story daraus binden. Und schauen wir mal. Ne? Wie gesagt, auf Star Wars hat man alles gar nicht so bedacht, ist aber so. Wenn man an ELO denkt oder Ann Fisher oder Paramount, Popkultur. Ja, durch Star Wars wurde auch die Musik verändert. Man hat sich kaum darüber Gedanken gemacht, dass Musik verändert worden war und ist durch Star Wars, dass das halt vollzogen wurde, dass Star Wars dadurch auch, wie gesagt, die Musik-Popkultur verändert hat. Es ist schon hochgradig interessant, mal das Gesamte sehen, mal sich wirklich mit diesen sogenannten Schauspielern auseinanderzusetzen, die alle mal dabei waren, auch alle, die Hintergründe dabei waren, an die denkt man ja sowieso nicht, an uns zum Beispiel, die dafür gearbeitet haben, wir werden niemals genannt werden, richtig, wir werden niemals genannt werden und wir haben halt unsere Arbeit geleistet. Wir haben für Star Wars die PR gemacht, man hat Spaß gehabt, man ist in die Kluft gesprungen. Heute im Jahre 2017, 2018, kann man gar nicht mehr so viel darüber philosophieren. Man kann alles auseinandernehmen, man kann jetzt in den EU-Bereich springen, man kann in den Rebell-Bereich springen, man kann in Disney reinspringen, man kann halt zurückgehen in die Vergangenheit. Kann man. Aber in Wirklichkeit sind wir jetzt und hier. Und jetzt und hier ist E8. Jetzt und hier ist der letzte Jedi. Und Mark Hamill wird uns sicherlich einiges vorführen seiner schauspielerischen Kunst. Frage lautet, ist er bei E9 dann auch dabei? Das ist natürlich jetzt hier einfach mal so offen gelassen. Das ist natürlich die Frage. Und die Sendung soll auch ziemlich kurz gehalten werden. Ich möchte auch gar nicht so tief eingehen. Ich möchte also nur auf die Zeitung, wer sich diese Zeitung gönnt, reingeht und nachliest und dann vielleicht ins Netz geht, dann im Netz weiter recherchiert, im Netz schaut, was man da und so weiter und so fort. Ja. Ja, so ist das. So, ihr merkt schon, ich bin in Pressur, ich muss weg, habe noch viel zu tun. Es ist Weihnachten. Ich sage immer, Weihnachten ist Weinen in der Nacht, weil ist immer so eine Sache. Ne? 20 Tage ist Heiligabend, in 20 Tagen ist Star Wars und in 30 Tagen ist Heiligabend. Ja, so schnell geht das. So, wie gesagt, 2018
wird sicherlich das weiter gnadenlos durchgezogen, dass mindestens 25% günstiger wie Amazon. Auf jeden Fall. Und schauen wir mal, wie wir mit den Figuren weiterarbeiten, wie wir mit Star Wars weiterarbeiten, weil vieles sich geändert hat. Wir sind jetzt hier auch so ein Fantasy Universum, also eine Fantasie-Universum. Andere Kollegen haben sich halt auch schon umgenannt. Das sind irgendwie Galaxies, muss ich mal nachgucken. Die heißen also nicht mehr Filmfiguren, Theater, Filmfiguren, Museum. So heißen die alle nicht mehr. Schätzungsweise darf man Star Wars als Museum nicht fortführen, weil George Lucas selber ein Museum inszeniert, 1 Milliarde dort hineinstecken wird. Es wird also im Jahre 2020 eine neuartige Star Wars Gemeinde erzeugt, in Szene gesetzt, und ob die Jugend das dann annimmt, das weiß ja gar keiner. Wir Alten sind dann leider richtig alt oder, wenn wir Glück haben, noch älter und sind immer noch Star Wars begeistert. Aber wenn wir ehrlich sind, mit so einem Rollator oder Rollstuhl ins Kino oder Stock, wenn man so 80, 85 oder 90 ist, ich weiß nicht, ob das wirklich so sein wird. Bis jetzt habe ich im Kino nur junge Menschen gesehen, sehr junge Menschen. Da komme ich mir als alter Mann, als alter Facebook Schrägstrich YouTuber, Schrägstrich Googler, Amazon-Fan oder sagen wir so CeBIT 1995, da fing alles an mit Netz und Internet und ICQ und wie alles und Sky und Webseiten und so weiter und so fort. Und seit 1977/78 vor allen Dingen ab 1979 Star Wars gearbeitet, und das hat so viel Spaß gemacht. So, deswegen habe ich die Sendung hier halt nochmal kurz in Szene gesetzt und mit euch hier drüber philosophiert. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr euch, wie gesagt, Samstag sehen lasst. Jetzt war meistens freitags immer jemand da. Ist klar, ist Weihnachten, jetzt wurde tierisch eingekauft. Es sind noch ein paar Exemplare hier, aber auch einige, ja, wie gesagt, vorgestellt. Wir gehen jetzt in den Diorama-Bereich. Wir werden also Diorama herstellen, auch im Fenster und so weiter. Mal schauen. Die Großfiguren sind halt auch noch da, die kommen aber mehr im Backstage-Bereich. Also wir werden 2018 auch die Ruhe einläuten, wie Disney selbst. Wir werden uns natürlich Han Solo anschauen, heute in 6 Monaten. Und schauen wir mal, was dann auf uns zukommt, ein Jahr später mit E9. Und wie das heißt und wie, was JJ sich dabei ausgedacht hat und so weiter und so fort. 2019 kommt ja auch dann wieder diese große Convention, wo das dann richtig abgeht, und bis dahin. Also 2018 wird ein bisschen ruhiger. Hiermit wird die Ruhe eingeläutet mit diesem Videoclip. Wie gesagt, ich werde noch einmal kurz erscheinen, wer Lust und Laune hat. Dann hier wirklich. Es ist jetzt brandneu, deswegen habe ich eben hier ganz kurz reingeschaut. Ich hatte auch ein bisschen viel zu tun. Weihnachten, wie gesagt, steht vor der Tür, und da muss halt für jeden Fan von Star Wars, wie gesagt, muss man da viel arbeiten, dass die Leute da ihre Sachen bekommen, ihre Dioramen, ihre Geschenke und so weiter und so fort. Ja, und am Tannenbaum, ein Star Wars ist nicht schlecht, finde ich. Ich finde es gut. Und ich finde es auch gut, irgendwie dazuzugehören. Und ich finde es gut, dass ihr die Sendung auch mögt, wenn also nicht also viele zuschauen, aber meine Realkunden schauen zu. Mit meinen Realkunden unterhalte ich mich hier, und das macht sehr viel Spaß. Und es macht sehr viel Spaß, auch die Schauspieler hier gehabt und so weiter. Ich bedanke mich irgendwie auf die Art für die gesamte Jahresarbeit, die hier geleistet wurde, die mir angetragen wurde, die ich selbst leisten durfte. Ich freue mich jetzt also auch noch auf die letzten 30 Tage insgesamt, dann ist das Jahr eh schon wieder fast um, ja, 35 Tage ist das Jahr um. Also ich habe noch 35 Tage schwer was zu machen, und dann ist das Jahr 2018 da, und ich hoffe, dass ich viele Angebote zaubern kann, dass ihr euch hier weiterhin wohlfühlt. Wir haben Teppiche ausgelegt, wir haben die Computer an neue Drucker angelegt mit 64-Bit Farbtiefe, mit 600x600 DPI. Ihr sollt ordentliche Sachen bekommen, ihr dürft ordentliche Sachen ausdrucken und so weiter. Wir arbeiten auch an wunderbaren Postern, die man also nur hier bekommt, und Dioramen und
Bilder und Künstler. Mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Ne? Also sonst artet das jetzt hier wieder aus zu einem sogenannten Verkaufssender. Wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja an sich nur hier über diese Zeitung. Ist ja Verkauf, ist ja Werbung. Die hat mich ja gerade hier angelunzt. Hier überall nur Werbung, Werbung, Werbung. Also die Zeitung ist nur was für Leute, die die Zeitung mögen. Und da sind 18 Seiten drin über Star Wars. Und es macht schon Spaß, in die Tiefe zu gehen, zu sehen, was 1960 angefangen hat, etc. pp. Und so weiter und so fort. Wie Star Wars dann auf den Weg kam, wie sich Star Wars entwickelt hat und so weiter und so fort. Daraus wird sicherlich eine schöne Sendung werden im Jahr 2018. Und dafür brauche ich natürlich noch viele Leute, die Lust haben, vor der Kamera, nicht hinter der Kamera. Hinter der Kamera haben wir genügend Leute. Nein, nein, wir brauchen vor der Kamera, wir wollen eine tolle Sache machen. Wir wurden also an sich, oder ich persönlich wurde schon an, euer Captain Rex wurde schon eingeladen, vorbeizukommen, mal schauen, mit laufender Kamera und das dann in die Sendung mit einzufliegen. Schauen wir mal. Wir haben noch nicht 2018, noch stehen wir kurz vor E8, richtig. Und dann Han Solo, richtig. Und dann schauen wir mal. Wenn E9 abgedreht, wenn E9 zu Ende, wenn das erstmal, und wenn dann wirklich das Neue erscheint ab 2020, ja, dann holen wir nochmal aus. Dann schauen wir nochmal. Herrlich. Ja, okay, machen wir das so. Ich bedanke mich total recht herzlich. Ich lasse noch ein paar Sekunden hier stehen. Schaut rein, was wir da haben. Und dann reden wir darüber. Ciao.